Was haben unsere heimischen Künstler zu bieten? Welche Künstler üben Einfluss auf die lokale Kunstszene aus? In unserer Kunstrubrik haben wir uns erneut auf die Suche begeben und eine jung gebliebene Künstlerin Jahrgang 1966 ausfindig machen können. Christiane Duttmann arbeitet hauptsächlich mit Acryl und Öl auf Leinwand. Seit ihrer Ateliergründung im Jahre 2006 gibt sie dabei ihre Erfahrungen in Workshops und Kursen auch an Leinen weiter. Ein Bericht von Maria Frahling. Auf dem Hof Lütke Jüdefeld in Münsters Norden hat die Künstlerin Christiane Duttmann ihr Atelier. Duttmann, Jahrgang 66, wurde schon als Kind künstlerisch beeinflusst. Ja, ich bin schon sehr früh mit der Malerei in Berührung gekommen. Das liegt daran, dass meine Mutter selbst Malerin war bzw. ist. Auch ihre Schwester ist Malerin. Mein Großvater, also ihr Vater, ist Musiker, sodass dieser gesamte musische Bereich immer einen großen Stellenwert auch in meiner Familie hatte. Ich selbst habe für mich die Malerei immer schon als Ausdrucksmittel entdeckt, habe als Kind immer gezeichnet, sei es in der Schule, mich von den Hausaufgaben damit abgelenkt. Habe dann aber trotzdem zunächst nach dem Abitur Sozialpädagogik studiert, habe aber parallel immer auch ein Atelier gehabt und Ausstellungen gemacht. Habe dann aber irgendwann schließlich entschieden, noch freie Malerei zu studieren. Ja, was mich an der Malerei eigentlich fasziniert ist, dass sie mir die Möglichkeit gibt, eine ganzheitliche Vision meiner Vorstellungen und meiner Gedanken, meiner Gefühle wiederzugeben. Also ich finde, dass die Natur der Nährboden unserer Kultur ist. Es ist das, womit wir Menschen uns immer schon auseinandergesetzt haben, was wir versucht haben zu gestalten, auch zu bewältigen, zu erfassen. Also die Impulse für meine Arbeit kommen aus dem Leben. Das sind Tagträume, es sind visuelle Stimmungen, Assoziationen, Gefühle, Erinnerungen, die zum Ausgangspunkt meiner Bilder werden. Die Bilder von Christiane Duttmann bewegen sich zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Damit regen sie den Betrachter zu eigenen Ideen und Assoziationen an. Es ist natürlich ein Münsteraner Thema. Man sieht hier im Hintergrund die Germania-Therme, mittlerweile Germania-Hof genannt. Dort fand viele Jahre Jazz statt im Dining-Hof, wo ich regelmäßig Kundin gewesen bin, also ich liebe die Musik auch. Ja, und wie man an dem Bild sieht, verbinde ich in meiner Malerei figurative Bildelemente gerne mit abstrakten Farbkompositionen, sodass ich eigentlich nie in den reinen Realismus verfalle, sondern auch die Kraft der Abstraktion nutze. Als Frau Anerkennung innerhalb der Kunst zu bekommen, scheint immer noch schwierig. Es gibt immer noch enorme Vorbehalte, gerade Frauen gegenüber, wo man es gar nicht vermutet, dass es in der Malerei so ist. Aber Frauen wird ganz schnell unterstellt, dass es eigentlich nur ein Hobby ist. Man muss sich erstmal sehr beweisen auf dem Kunstmarkt, dass es eben auch eine professionelle Tätigkeit ist, von der man wirklich auch als Frau leben möchte. Neben dem Verkauf der Werke führt Christiane Duttmann auch Malkurse in ihrem Atelier durch. Mehr zu ihrer Kunst und auch zu den regelmäßig stattfindenden Kursen erfahren Sie unter www.christiane-duttmann.de.